Overlord sagt, mach diese Glänzer fertig. Und damit willkommen zurück bei Overlord. Wir werden alle Glänzer umbringen. Wir werden uns rächen an dem, was sie uns angetan haben. Oh shit. Ein wahrer Anführer kämpft nicht, er lässt kämpfen. Ja, alle Glänzer sterben. Holt euch alles, was sie fallen gelassen haben. Holt euch alle Waffen, alle Rüstung, egal was. So ist es gut. Kleine Dämonen! Los, holt euch alles. Tötet sie. Rückzug! Töte euch dich auch. Ich kämpfe mit. So. Sehr gut. Macht sie alle Platz. Sie haben einen von euch getötet. Tötet sie alle dafür. Wenn ihr einen Schergen tötet, töte ich 10 von euren Soldaten. So einfach ist das. Ihr glaubt, ich komme nicht so zu euch ran? Lasst die Wölfe springen. Ja. So einfach ist das. Rüstet euch aus, holt euch alles. Plündert, raubt, mordet. Befreit dieses Wesen. Es wird auf unsere Seite kämpfen. Schnell, schnell! Unke! Ach, der Yeti ist nun auf unserer Seite. Ein neuer Kompane. Da gibt's noch mehr zum Sammeln. Holt euch alles. Mach diese Mauer kaputt, du niederes Wesen. Zur Scherbenhöhle. Angriff! Ganze Armee voran! Ganze Armee voran! So kann ich die Wölfe eigentlich nicht richtig benutzen. Ja, macht sie alle nieder! Tötet sie alle! Hey, ihr Wolfstypen. Reitet mal darüber. Wieso kann ich die anderen nicht benutzen, die Wölfe? Egal. Los, bringt sie alle um. Alles, was nicht uns gehört, wird vernichtet. Los, Affe. Mach das kaputt. Sehr gut. Hast ja eine Bananenfahrt verdient. Nein, Affe, was tust du? Es ist kalt. Also, das ist die letzte Hoffnung des Bösen. Etwas klein. Eine ganze Legion zerstört. Leichen, Schreie, Schergengemetzel. Das ist gut. Heizt den Drachen an. Wir schmelzen ihn frei. Der Junge braucht eine böse Erziehung. Und während das Böse im Inneren der Erde gedieh, begann in seiner Abwesenheit ein neues Zeitalter. Und das prächtige Kaiserreich wurde immer mächtiger.
Jeder war glücklich. Wer unglücklich war, wurde getötet, versklavt oder fand ein anderes Achtes los. Aber jetzt ist eure Zeit gekommen, Meister. Die Zeit, alledem ein Ende zu setzen. Die Zeit für die Rückkehr des Bösen. Führt die Schergen in den Kampf. Das Böse findet immer einen Weg. Wir werden alle töten. Da kommt er. Der Meister? Der Meister! Der Meister! Abwarten. Stimmt, Rezzo. Wir müssen ihn testen, wie der Käfer am Misthaufen getestet wird. Folgen! Ihr wollt euren Meister testen? Die Winde fahren mir direkt in die Glieder. Deshalb bleibe ich hier. Aber durch euren Helm kann ich hören und sehen, was ihr tut. Ob er schlau genug dafür ist? Eine Male dagegen. Ich schätze. Folgen! Werde euch gleich zeigen, wie schlau ich bin. Was soll denn das? Der erste Test ist die Stärkeprüfung, oh möglicher wahrer Overlord-Meister. Es ist uns gelungen, einen alten Freund von euch zu finden. Er hat eine Zeit lang auf Eis gelegen. Ich hol dich da raus. Bam, bam. Yetis sind relativ friedlich und äußerst zäh. Die perfekten Trainingspartner also. Auf eurem aktuellen Niveau könnt ihr ihn stundenlang verprügeln, ohne dass er das Geringste spürt. Nett. Kein Platz, Knödel. Such eigene Grube. Wilde, keine Ahnung von wahrer Kunst. Umschalttaste, bla bla bla. Okay, kommt raus. Es ist vielleicht etwas unfein, aber nutzt eure Schergen dazu, dieses Fellknäuel zu verprügeln. Aber sowas von. Verprügelt ihn. Eiskalte Furcht durchbohrt ihn wie ein Eiszapfen das Ohrläppchen. Vielleicht hat er aber auch nur Verstopfung. Prügelt ihn. Hinterhältiges Vieh. Findet einen Weg, ihn mit den Schergen zu erreichen. Mach das da kaputt. Alle los. Das muss runter. Und dann holt ihn euch. Umzingelt und tötet ihn. Oh, macht ihn platt. Gutes wollender, dunkler Meister. Sehr gut. Hau ab, du Biest! Sonst werd ich barsch und tret dir kräftig in den Sehr gut. Hallo! Ich komme nicht raus! Ich will auf das Schlachtfeld mit ins Gebrüll! Ich will Schergen riechen! Holt euch, was in der Kiste ist! Hallo! Holt mir alles! Sehr gut. Euer Zielobjekt hat das Weite gesucht. Vermutlich werdet ihr es im Jagdrevier aufspüren können. Ist ja schon. Holt ihn euch. Holt ihn euch. Dieser Ort steckt voller Lebenskraft. Es gibt sowohl Jäger als auch Gejagte. Sammelt so viel wie möglich davon, damit ihr genügend Schergen für den Bau des dunklen Turms erhaltet. Alles klar. Mysteriöse Stimme. Macht alles kaputt, tötet alles, was lebt. Wir brauchen Energie. Holt euch alles. Sammeln wir Lebenskraft. Blech. Pelzige Ratten. Armes Fischlein. Stirb, du Fellknäuel!
Jagdzeit! Zeigt, diese leuchtenden Kugeln sind Lebenskraft. Wenn ihr sie sammelt, werden sie in die Unterwelt gebracht. Und ihr könnt mehr Schergen herbeirufen. Sehr gut. Tötet diese Robben! Ja, macht sie nieder. Da ist noch eine Robbe, tötet sie. Schergenportal für den Meister! Sehr gut gemacht. Ah ja, das ist Schmuddelherr, ein Tunnelgräber-Scherge. Tunnelgräber können Tunnel aus der Unterwelt. Sie werden von eurer Verderbtheit angezogen, wie Fliegen von faulenden Kadavern. So viele Fellknäuler. Da habe ich etwas Gutes. Tötet alle Fellknäuler. Wow. Anscheinend mag der Yeti diese abscheulichen Fellknäuel. Findet einen Weg, ihn euch vom Leib zu halten. Ah, jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Sammelt sämtliche Lebenskraft in der Region. Tötet alle Fellknäuel. Los, tötet sie. Macht diesen Yeti weg. Ihr könnt eure Horde am Schergenportal wieder auffüllen, Herr. Okay. Kommt raus, Schergen. Hey, lass das. Tötet diese Knäule. Macht sie alle platt, los! Lebenskraft bedeutet Schergen. Und davon brauchen wir so viele wie möglich. Der Yeti wird uns nicht aufhalten. Der Yeti kann uns nicht aufhalten. Ey, was soll das? Der Yeti kann uns nicht aufhalten. Fünfzehn Stück. Ja. Da sind noch mehr Knäule. Tötet sie. Ja. Sehr gut gemacht. Hey, wo kommt ihr denn her? Ich habe die Erlaubnis, hier zu jagen. Das ist mein Yeti. Ich habe ihn zuerst gesehen. Haut ab! Unser Freund scheint uns einen Weg gebahnt zu haben. Das ist sehr gut. Komm schon, ich will diese Fellknäule haben. Er ist rausgekommen. Tötet ihn jetzt. Das letzte Fellknäuel möchte ich eigentlich auch noch haben da hinten. Weil ihr könnt ja nicht schwimmen, ihr inkompetenten Sklaven. Oh. Fellknäule. Aber zuerst macht das hier alles kaputt und holt euch alles, was da drin ist. Egal was es ist, holt euch alles. Sehr gut. Kurz gucken, ob das Fellknäuel da ist. Das Fellknäuel hat immer noch Angst. Komm schon, du dummes Fellknäuel. Komm raus da. Holt es euch. Ja, holt es euch. Tötet es. Tötet es. Sehr gut. Jetzt holt mir dieses Ding. Holt es mir. Egal wie viele von euch sterben. Alles muss man selber machen. Ja, yeah, meins. Nun geht der Kampf weiter. Wir wären Herrscher dieses Gebietes. Seht euch all die Lebenskraft an. Ihr müsst einen Weg finden, dorthin zu kommen. Macht dieses dicke Ding weg. Ich werde sogar auch kämpfen. Mach diese dicken Dinger weg. So. Wir werden schon einen Weg dahin finden.
Eine, keine Sorge. Wir werden das finden. Ein Wolf, holt ihn euch. Ah, feines Wölflein. So verspielt. Auf Wolf reiten. Ihr braucht mehr Wölfe für eure Schergen. Das sind viele Wölfe. Zerstört diese Iglos. Was soll denn das? Sonst wimmelt es hier bald von Jägern. Macht sie alle nieder. Holt die Wölfe aus ihren Gefängnissen. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Alles niedermachen. Ach, dieses Iglo-Platt. Holt alles, was ihr finden könnt. Ach, diese Robbe-Platt da. Genau, so ist schön. Mistgabeln, Hämmer, Äxte, alles, was das Herz begehrt. Holt euch die Wölfe! Holt euch alles. 18 Stück könnte ich holen. So, 18 haben wir, sehr gut, aber... Lasst die Schergen das Rad betätigen! Reitet diesen Wolf, sehr gut. Da unten gibt's noch mehr zum Holen. Holt euch alles. Was für ein Rad meint er überhaupt? Ist das hier? Ist das hier? Ist das da drüben? Was für ein Rad? Ach, dieses Rad. Okay. Schergen, betätigt dieses Rad. Oder auch nicht. Nicht darüber gehen. Kann ich das Rad betätigen, wenn die auf den Wölfen sitzen? Geht alle in die Grube. Und jetzt kommt alle wieder raus. Sehr gut. Und jetzt betätigt dieses Rad. Nicht darüber gehen. Kann das Rad nicht markieren. Warte mal, kann ich das so machen? Nee. Kann ich das Rad markieren? Okay, holt euch die Wölfe wieder. Wir müssen da rüber gehen. Sehr gut. Nun, wir müssen alle holen. Oder wir haben das... Ich glaube, wir haben das Rad sogar schon betätigt. Sonst wäre die Brücke nicht unten. Was glaubt ihr, dass ihr tut? Beendet sofort dieses barbarische Gemetzel! Ich bin Florian Grünherz und dies sind die Soldaten des Heiligtums, tapfere Wächter der Heiligtümer und aller Wesen der Magie und Natur. Soldaten, stoppt den Wilden, schützt die Flauschigen! Schrecklicher Elf, das passiert, wenn man zu viel Zeit damit verbringt, Dinge zu umarmen, Herr. Macht sie alle nieder. Fresst ihn auf. Vielleicht möchte er nur kuscheln. Gib dir gleich kuscheln. No, es fresst sie alle auf. Heute gibt's 11 zum... Alle Geschöpfe der Muttergöttin sind wundervoll. Ganz besonders die niedlichen. Die Stimme geht mir hart auf den Keks. Ihr seid nur neidisch, weil eure Wesen nicht flauschig sind. Meine. Meine Wesen sind flauschig genug. Lebenskraft bedeutet Schergen. Und davon brauchen wir so viele wie möglich. Ja! Alles töten. Unser Freund scheint uns einen Weg gebahnt zu haben. Auf ins Lager. Findet heraus, was der Yeti vorhat.
Und denkt daran, wir brauchen einen Energiestein, um der Unterwelt ein wenig in den Hintern zu treten. Verstehe, aber erstmal holt euch alles. Vielleicht haben sie etwa... Ja, töten! All die Energie wird mein sein. Babyrobben, wer braucht diese schon? Keiner braucht Babyrobben. Geht darüber und macht das alles kaputt. Ihr sollt auch die Fässer da kaputt machen, los. Sehr gut. Nichts darf hier überleben. Nichts darf hier überleben. Oh, was geht denn da hinten noch? Da sehe ich doch noch Sachen. Sehe ich doch noch frische Lebensenergie. Alles umbringen. Sehr gut. Auf geht's. Wir werden das Lager räumen. Egal ob Mensch oder Tier, wir werden alles versklaven. Das, was sich nicht versklaven lässt, werden wir töten. So einfach ist das. Da oben gibt's die Kisten. Vielleicht sind dort wichtige Sachen drin. Macht sie mir auf. Na gut, einmal außen rumgelaufen. Dort. Sachen zum Plündern. Holt euch alles. So ist schön. Ja, wir sind ja schon wieder über die Zeit. Dann werden wir das Eskimo-Lager die nächste Folge zerstören und alle umbringen. Bis zum nächsten Mal. Der Overlord.